Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Aura. Und zwar heute mit Special. Tobi stellt komische Fragen, die wir uns gegenseitig beantworten. Ja, ich weiß nicht, was. Wie heißt die App, die du aufhast? Oder ist das eine App oder was? Affinio heißt die App. Keine Ahnung, habe ich irgendwo im Play Store gefunden. Also nein, das ist kein Product Placement, aber Affinio. Wenn ihr wollt, meldet euch. Sind wir gerne dabei. Heftige App auf jeden Fall von euch. Aber komm, hau raus. Okay, also, Müssen auch zeigen, um was es geht hier. Probiert ihr spontan exotisches Essen? Also ich stelle die Frage immer Azertor so und er beantwortet sie halt immer. Also eigentlich nicht. Okay, nein. Mein 35% der Leute. Hast du schon mal Andreas Gabalier singen hören? Unfreiwillig im Radio, ja. Okay. Ja, Betonung auf unfreiwillig. Okay, ja, 53%. Es ist ein bisschen schwer, hier gerade gleichzeitig zu spielen, aber guck mal, der leckt hier. Den holen wir kurz. Yo. Alter. Was? Alter, von wem wurde ich jetzt gerade geholt? Bist du tot? So, nein. Ich lebe noch. Nächste Frage. Glaubst du, dass in Deutschland der Bildungsstandard sinkt? Nein, nicht zwingend, aber... Okay. Man ist sich da auch nicht ganz schlüssig drüber. Mhm. Aber eigentlich steigt er eher. Ja, also ja, mein 63%, dass er sinkt. Halt. Okay. Okay. Versuchst du, die Prozentzahl im Gleichgewicht zu halten? Was ist das für eine Frage? Okay, nächste Frage. Ich muss schauen, dass ich nicht gekillt werde. So. Alter. Okay, warte, ich muss mal kurz jemanden killen hier. Das geht nicht so weiter. Eigentlich sollte ich die Frage stellen, weil bei mir ist das schon wieder voll langweilig hier. Ja, bei mir geht's halt hart ab hier. Warte, ich geh einfach mal da. Woo! Oh, Leute, das warst du. Hoppala. Fuck. So, egal, hier bin ich. Was würdest du eher für einen Intel-Prozessor kaufen? i7, Xeon oder damit kenne ich mich nicht aus? Ich bin i7-Verfechter. Okay. Ich würde mir ein i7 safe holen, Alter. Hätte ich so viel Geld. Verpiss dich! Aber weißt du, AMD live regelt. Echt, jetzt hast du noch eine AMD drin? Ja, zumindest Prozessor. Ich bin ja zum Glück von der Grafikkarte weggekommen mittlerweile. Und? Ist die Pizza noch warm auf dem PC? Alter, 62% kennen sich damit nicht aus. Alter, PC-Naps sind am Start. Okay, hier kommen nur Scheißfragen gerade. Ein Tiger tötet einen Menschen. Ist dieser Tiger böse? Ja, nein oder weiß nicht? Nein, weil ein Tiger ist ein Raubtier. Raubtier. Und das liegt in der Natur, dass der Dinge tötet. Mhm. Hallo. Wie viele Leute leben auch noch? Alter, wir werden die Letzten sein. So, nächste Frage. Was ist eher in Vampire oder Zombies? Zombies, definitiv Zombies. Zombies, ja. Nach Twilight haben Vampire keinen guten Ruf mehr. Ist out. Okay, in Österreich wurde beschlossen, die Burka zu verbieten. Was haltet ihr davon? Soll das in Deutschland auch gelten? Ja, man sollte sich immer dem Land anpassen. Nein, jeder soll tragen, was er will. Oder mir ist das egal. Ich enthalte mich. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es zwar das Burka-Verbot eher Taktik zu weit geht tatsächlich. Okay. Aber das Verbot, was dazu noch beschlossen wurde, ist, dass alle Asylleute einen Deutschkurs machen müssen, zwingend. Mhm. Und den Beschluss finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Macht Sinn, ne? Und da tatsächlich sehe ich sehr, sehr, sehr wenig Frauen mit einer Burka in Deutschland. Moment. Das ist zumindest bei uns in der Gegend. Ja, schon. Also ein Kopftuch tragen schon eher, aber Burka eher wenig. Okay, also ja, man sollte sich immer dem Land anpassen, meint 50%. Okay, Leute. Tschüss! Der ist AFK, aber ich will kill! What the fuck, Alter. Ohr studiert auf jeden Fall. Täglich passieren rund 30 Verletzungen durch Wattestäbchen. Diese sind jedoch laut Verpackung nicht für die Reinigung der Ohren geeignet. Wusste ich, nutze ich daher selber nicht? Oder wusste ich, nutze sie dennoch?
Wusste ich nicht, warte kurz. Ja, wusste ich nicht, nutze sie jedoch vor die Ohren. Wusste ich nicht, nutze sie ohnehin nicht. Die Antworten, Alter. Was machst du mit Ohrstäbchen? Mit Wattstäbchen? Nichts! Nichts? Benutzt du sie also nicht? Nein. Okay. Also, warte mit. Wusstest du, dass es zu so vielen Verletzungen kommt? Ja, tatsächlich. Du kannst dir nämlich damit effektiv das Trommelfell kaputt machen. Ja, da habe ich auch schon irgendwo gelesen. Also, ich mach's aber trotzdem. Aber ich steck mir das tiefer in. Das ist nicht so 2 Meter ins Ohr rein, weißt du? Das ist, ja. Du steckst dir deine Sachen immer schön tief ins Ohr. Also, okay, die Mehrheit wusste ich nicht, nutze sie dennoch, also. Verpiss dich doch von der Drecksleiter, aua. Magst du Erdbeeren? Ja. Okay. Ich auch. Was ist das für eine Frage? Ja. Autsch. Ab wann schätzt du eine Frage als besonders gut ein? Wenn sie mich zum Nachdenken bringt? Okay, warte kurz. Muss ich abhauen. Also wenn sie mich zum Nachdenken bringt, oder wenn sie mich zum Lachen bringt, oder wenn sie einfallsreich und kreativ ist, oder wenn sie originell ist. Alle vier? Okay. Also die Frage muss alle vier Kriterien entsprechen, dass sie gut ist, oder was? Wer am besten. Das witzig sein kann ab und zu mal wegbleiben. Alles klar. Also die Mehrheit meinen, wenn sie mich zum Nachdenken bringt. Ja, das wäre hilfreich. Weh, du stirbst, obwohl hast du mehr Zeit für Fragen. Der Typ hier, der verfolgt mich voll hart, das nervt dich übel. So, ja, also. Ich stell da gerade die komische Turm da hoch. Ein Rätsel haben die hier am Start jetzt. Ja, aus. Bist du bereit? Okay. Bin der Master. Ein Mann stand vor einem Porträt. Jemand fragte ihn, wer ist das auf dem Bild, das sie sich da ansehen? Er antwortete: Brüder und Schwestern habe ich nicht, aber der Vater dieses Mannes ist der Sohn meines Vaters. Wessen Porträt betrachtet der Mann? What the fuck? Der Vater dieses Mannes ist der Sohn meines Vaters. Ich kann es dir auch nochmal vorlesen, wenn du willst. Ne, nur den letzten Part. Er antwortete: Brüder und Schwestern habe ich nicht, aber der Vater dieses Mannes ist der Sohn meines Vaters. Okay. Vater? Also entweder der... Warte. Der Vater dieses Mannes... ist... Hä? Er ist sich selbst, oder? Das meinen 56%, ja. Also hier gibt es jetzt keine Lösung, das ist nur Meinungen halt. Aber 56% meinen es, also könnte gut sein. Sich selbst, der Vater, das... Schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt. Ja. Das dürfte tatsächlich, ich bin der Meinung, er betrachtet sich selbst, das ist ein Selbstporträt. Okay. Dann... Bist du schon mal auf einen Kamel geritten? Ja. Okay, ich noch nicht. Doch. Doch, klar, sogar in Deutschland hier. Ja, auf so einem komischen Kamelhof da. Ja, ich auch. Ja. Ich glaube, es waren Kamele, ja. Okay. Da war ich aber noch ganz schön jung. Das ist echt lang her schon mit meiner Oma. Schneebälle von oben. Alter, immer nervt die hier in Aura. Immer wollen die fighten. So was Absurdes. Soll ich den Speedrang von oben runterschmeißen? Nee, so, ich bin versteckt. Geburtenrate, Doppelpunkt. Die Geburtenziffer 2015 ist mit 1,5 Kindern pro Frau die höchste Rate seit der Wiedervereinigung. Wie viele Kinder möchtest du selbst? Irgendwas zwischen 0 und 1. Also möchte nur ein Kind. Maximal 1, eher 0. Okay, nee, mein 14%. Die meisten wollen 2 bis 3 Kinder. Ja, wie steht ihr das dazu? Das bereuen die nach dem ersten Kind. Sollte der Stierkampf verboten werden? Ja. Ja, es ist Tierquälerei. Meinen 87%. Burgerrevolution. McDonald's führt nun eine ausgewählte Auswahl, was? Okay. An Burgern bereits zum Frühstück ein. Na endlich, wurde aber auch Zeit. Burger morgen, nichts für mich.
esse nicht bei McDonald's oder dachte, Burger gibt es zu jeder Zeit? Dadurch, dass ich eigentlich so gut wie nie bei Maggis esse, zumindest nicht zum Frühstück, ist eher das, ich esse nicht bei Maggis. Okay. 16%. Die meisten, na endlich, wurde aber auch Zeit. Digga, ich geh doch nicht morgens zu Maggis und pfeife mit Burger rein, Alter. Ja, das ist eher echt nicht. So Frühstücksburger, ich glaube, habe ich schon mal gegessen. Das gab's früher auch schon, noch nicht so viele, soweit ich das weiß. Echt nicht. Ja. Also was ich mal mache, ist, dass ich um 12 Uhr aufstehe und dann irgendwie im Feuerwehrfest in Schaffhausen mir eine Currywurst gönne oder so. Ja, aber das... das ist wieder was anderes. Das sind halt aber auch nicht dann so normale Burger, das sind ja dann schon so... Keine Ahnung, so Sachen, die du zum Frühstück auch essen würdest dann. Ja, super. Ja. Bacon and Eggs. Ja, sowas in die Richtung. Kitzel den anderen mal noch, dann sind wir nämlich nur noch wir beide übrig. Ja, der ist gerade bei mir. Kannst du auch helfen. Ja, dann muss ich aber von hier oben runter. Wenn ich jetzt verreckt wegen dir, weil ich hier runter springe und versuche, das Wasser zu treffen. Okay, dann, ich hab's. Dreh mich an, hab's, hab's geschafft, ich komm. Okay. Help, help, help. Ich muss die Frage vorlesen. Wo bist du denn? In diesem Turm drin hier. Ja, ich komm. Gott, regt der auf, Alter. Jesus, ich bin in der Wand. Nicht mich. Okay, warte, ich lese die nächste Frage vor. Ich will in diese Wand da hinten rein. So. Also. Hackerangriff. Hacker erpressen den Medienkonzern Disney, indem sie damit drohen, den 5. Teil der Fluchtwerk Karibik-Reihe vorzeitig online freizugeben. Hast du vielleicht mitbekommen. Ja. Habe ich bereits mitbekommen, absolut verrückt. Ich dachte, das wäre ein Scherz, wusste ich noch nicht, was ist bloß los? Was soll's mir egal? Okay, die Frage ist eigentlich langweilig, ne? Eigentlich soll's mir egal. Ich okay. Werde mir sowieso im Kino angucken. Creeper! Hui. Ja, er fliegt, aber er rettet sich. Der Nöppe, ja, connected. Ah, schade. So. Fuck. Ich verzeihe, also ich hoffe, dass sie mir verzeiht, dass ich manchmal nur rumstehe und Fragen lese. Aber ich bin auch auf der Suche nach den besten Fragen hier. Oh lol, die Enderpearl, die kam nicht mehr, Mann. Der ist safe low, Alter. Der ist low as fuck, Mann. Los, wie? Aber hat noch scheiß Schnee, bitte. Ich helf mal. Geht der Arena, oder was? Ach du Heil. Der geht richtig hart, Arena, Alter. Nein. Ach, schade, der ist... Er hat noch connected. Aua. Pass auf, Alter. Du bist im Arsch, ne? Oh, der schafft's nicht mehr. Komm. Die Potion. Yes, Alter! Nice! Junge, ich lese die ganze Runde nur Fragen vor und das sind einfach die letzten. Nice. Ich bin zwar immer noch, aber sonst. Ja, lass hier. Komm mal, Arena, jetzt können wir noch eine nette Frage vorlesen. Ja, jetzt lese noch zwei Fragen vor, bis ich wieder Full Life bin. Dann okay. Europa verzeichnet einen neuen Rekord an Low-Cost-Flügen. Wie häufig bist du im Jahr 2016 geflogen? Ein bis dreimal, vier bis sechsmal, mehr als sechsmal oder ich bin 2016 gar nicht geflogen? 16, zweimal. Einmal hin, einmal zurück. Wow, also ich bin gar nicht geflogen. Aber nach Kreta und wieder zurück. Ja, also die meisten sind auch nicht geflogen. 47%. Brexit. Unternehmen fürchten Nachteile durch den britischen EU-Austritt. Glaubst du an den Austritt weiterer Länder in den kommenden Jahren? Ja, definitiv. Schwer zu sagen, wird man sehen. Nein, davon gehe ich nicht aus oder kann ich absolut nicht beurteilen. Ich gehe tatsächlich eher nicht mehr davon aus, weil ich hoffe, dass die meisten Länder jetzt daraus gelernt haben, dass es vollkommener Schwachsinn ist. Okay. Weil die warten jetzt alle noch, bemerken, dass die Briten komplett auf die Fresse fliegen werden. Und werden sich dann alle dreimal überlegen, ob sie aus der EU austreten wollen. Also die meisten meinen, schwer zu sagen, wird man sehen. Ja, genau. So. Nein, davon gehe ich nicht aus, meinen 12% noch. Okay. Was hättest du lieber, Geld, Liebe oder Glück? Das können wir jetzt so sehen, dass Geld ist immer gut. Mit Glück kann man Geld gewinnen. Und Liebe wäre natürlich irgendwie mal von Vorteil. Liebe kann man auch durch Geld gewinnen. Liebe kann man sich durch Geld kaufen, das ist so. Dann halt nicht wirklich Liebe, aber... Ja, nehme ich. Also was würdest du nehmen?
Geld. Au, 40% und 40% aber auch Glück und 20% Liebe. Also. Liebe ist minder bewertet. Auf Tobi, komm, jetzt halt ein kurzes Finale okay. Noch. Let's go. Let's fucking go, bitch! Oh, fuck. Nice! Die! 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 Du stirbst no. Jetzt! Natürlich stirbst du jetzt! Du gehst es dreimal, Alter! Locker, Alter, locker stirbst du. Junge, du bist so low. Jetzt aber, jetzt bist du. Ja, jetzt bist du safe, down. Ja, safe. Safe. Safe, Call, bist du down. Halt's Maul, was stirbst du denn? Wie viel Essen hast du jetzt bitte? Ausreichend. Drei oder so. Als ob du so viele hast jetzt noch. Oh nein, das war knapp. Hallo. Ausreichend jetzt, so wie ausreichend. Oh, fuck. Nein. Oh Gott. Ah, nein. Komm schon. Was mach ich denn, Alter? What the fuck? Eins auf! Das ist so low gerade. Stirb. Nein, my friend. Ja, what? Oh. Ja, gut. Hab yes! Mehr. So, eine abschließende Frage. Eine abschließende Frage. Wie fandet ihr dieses Video? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Sehr gut, gut oder überragend. Welche andere Auswahlmöglichkeiten gibt es nicht? Tut mir leid. Ja. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen und zeigt es euren Freunden, eurer Familie und eurer alten Oma. Genau. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis dann. Tschüss.